Hallihallo, heute ist der 2. Dezember und somit stelle ich euch heute das zweite Schüsselsalz vor. Und zwar geht es heute ums Calcium Phosphoricum. Das ist der Mineralstoff für Aufbau und Kräftigung. Nummer 2 mineralisiert vor allem Knochen und Zähne und ist das Salz der Fülle. Gestern hatten wir Nummer 1, den Mineralstoff für die Hüllen, und Nummer 2 sorgt jetzt halt eben dafür, dass das alles gut aufgefüllt ist, quasi Substanz, Kräftigung, Stärkung sind hier ganz wichtige Stichworte. Nummer 2 ist am Zellaufbau und an der Blutbildung beteiligt und ist ein ganz wichtiger Mineralstoff auch für die willkürliche Muskulatur. Das heißt, die Muskulatur, die wir selber willentlich steuern können. Und ein paar Stichworte hierbei wären jetzt zum Beispiel Nackenverspannungen, Wadenkrämpfe, auch so Taubheitsgefühle in Armen und Beinen. Da kann man auf jeden Fall mit 7 bis 10 Tabletten Nummer 2 sehr gut probieren, ob man nicht eine Linderung verspürt. Auch hier wieder äußerlich als Creme wäre die Nummer 2 auf jeden Fall ein richtig, richtig guter Versuch, diese Probleme in den Griff zu bekommen. Darüber hinaus ist es halt auch ein ganz wichtiger Mineralstoff, wenn es um das Thema Allergien geht, weil es halt einfach auch für den Eiweißstoffwechsel ein ganz, ganz wichtiger Mineralstoff ist. Wir finden diesen Mineralstoff in der sogenannten Energieschaukel. Das ist die Kombination aus Nummer 2, Nummer 5 und Nummer 7. Da gehe ich aber auch später nochmal drauf ein. Alle drei Salze sind Phosphorsalze, also in diesem Fall sind wir beim Calcium Phosphoricum, Calciumphosphat, und die Phosphorsalze sind generell stärkende und kräftigende Salze. Wie gesagt, bei Nummer 2, dem Salz für die Fülle, Salz der Kräftigung und Stärkung, ist man halt eben genau richtig, wenn man halt eben Kraft braucht, neue Kraft, neue Energie. Und von daher ist das halt eine super tolle Mischung, diese 2, 5, 7. Jeweils 5 bis 7 Tabletten, wieder entweder in eine große Menge Wasser oder dann eben einfach über den Tag verteilt gelutscht. Und ja, wer weiß, der ein oder andere mag das ja auch für diesen Winter gut gebrauchen. Einfach mal so eine Kräftigungskur. Dann nehmt diese Kombination für die nächsten 4 bis 12 Wochen, je nachdem, wie ihr möchtet, gerne ein. Wie gesagt, auch alleine überhaupt gar kein Problem. Stichwort Knochenzähne. Diese Substanz, diese Strukturen werden eben von der Nummer 2 sehr, sehr gut aufgefüllt. Es ist das Salz eigentlich auch für die Knochen, um jetzt in die Wiederholung zu gehen, aber es auch wirklich nochmal deutlich zu machen. Und zum Beispiel bei Osteoporose ist es der Mineralstoff, den wir brauchen, damit die Knochen eben wirklich wieder gut aufgefüllt werden. Da das ein Zustand ist, der sich ja über einen relativ langen Zeitraum entwickelt hat, müssen wir dem Schüsselersalz hier auch ein bisschen Zeit einräumen und Geduld haben. Aber nochmal, als kräftigendes und stärkendes Salz ist das auf jeden Fall auch ein Mineralstoff, den man gut und gerne das ganze Jahr durch immer mit 10 Tabletten nehmen kann. Eins meiner persönlichen Lieblingssalze, wie gesagt, weil es halt einfach richtig, richtig breite Anwendungsgebiete hat. Und abschließend vielleicht noch, wenn ihr oft so Heißhunger auf pikantes, deftiges, so wie Ketchup oder was auch immer habt, so generell deftig so eure Leidenschaft ist, dann kann das ein Hinweis darauf sein, dass ihr euch definitiv diesem Mineralstoff mal etwas widmen solltet und ihm eure Aufmerksamkeit schenkt. Ich hoffe, ihr habt wieder was mitgenommen und es hat euch gefallen. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen 2. Dezember und verabschiede mich bis morgen. Macht es gut. Tschüss.